Moin aus der Region Hannover. Ja, heute muss ich unbedingt eins ansprechen, was ganz wichtig ist für die Jahreszeit. Im vergangenen Jahr habe ich diese Fichte schon mal auf dem Tisch stehen gehabt und habe festgestellt, da sind Drähte eingewachsen. Das hat die komplette zweite Spitze gekostet, die ich hier dann vollständig ausgeschnitten habe. Jetzt ist es schon wieder soweit. Es ist Juni, Juli ist die Zeit, wo Nadelbäume plötzlich expandieren. Jetzt habe ich aber schon wieder hier Draht, der eingewachsen ist. Das möchte ich aber ja, eigentlich nicht weiter zulassen. Ich möchte es aber nicht genauso machen wie letztes Jahr. Das hat nämlich die ganze Spitze gekostet, wie ich gesagt habe. Und deshalb löse ich den Draht jetzt an einigen markanten Stellen, wo er leicht dran sitzt. Und durchschneide ihn, sodass der Baum von sich aus weiter expandieren kann, aber ich ihn nicht verletze, nicht weiter verletze als so wie beim letzten Mal jedenfalls. Hier sind, der Draht ist eingewachsen. Da kann ich jetzt großartig nichts mehr machen, außer den Baum zu verletzen und dann diese Spitze wieder zu verlieren. Das möchte ich nicht. Ich kneife den Draht, da wo ich dran komme, jetzt durch und lasse die Reste dran. Denn da hat der Baum seine Wege gefunden, den Saft noch nach oben zu transportieren. Er hat einen zweiten Austrieb gemacht. Und bei diesem zweiten Austrieb im Sommer ist das passiert, was ich eigentlich nicht haben will. Nun sehe ich hier vor allen Dingen die Möglichkeit, in manchen Stellen den Draht zur Entlastung des Baumes leicht durchzuschneiden, so dass der Baum die Möglichkeit hat, den irgendwann mal wegzuschubsen und ohne den Baum dabei zu sehr zu verletzen. Ich habe mir im letzten noch ein paar Bilder angeguckt, wie manchmal sogar Straßenschilder in Bäume einwachsen. Ich will jetzt nur den Baum entlasten und ich muss natürlich das Beikraut eben entfernen hier. Da haben wir einerseits hier, das müsste leicht gehen, geht auch, ja. Und einen großen Grasbüschel, der übrigens auch erst, ich würde mal sagen, 4 Wochen drin ist und mit Gewalt gewachsen ist. Es ist eben Hauptwachstumszeit. So. Damit. Okay, so, ich habe hier also jetzt die neue Spitze etwas entlastet und hoffe, dass hier keine offenen Verletzungen jetzt entstanden sind, denn das hat das letzte Mal dazu geführt, dass die alte Spitze komplett eingetrocknet und abgeworfen wurde. Jetzt mache ich das hier weitergehend an den gedrahteten Ästen, an die ich rankomme jedenfalls. Die haben sich auch massiv verändert, vor allen Dingen vergrößert. Und hier fällt der Draht wenigstens noch ab und ist noch nicht so tief drin. Aber man braucht ja immer einen Gegenast, um eine Spitze nach oben zu drahten. Und das hier ist der sogenannte Gegenast. Und da ist jetzt auch keine Verletzung drin. Da hat das auch gelernt, die Saftzüge um oder durch den Draht durchzuführen oder mit dem Draht zu führen. So, und das ist jetzt vor allen Dingen Hauptaugenmerk auf Nadelbäume gerichtet, die massiv jetzt richtig Gas geben in allem, was sie tun.
Und da, wo ich es verhindern kann, arbeite ich jetzt dagegen. Ich hätte es wahrscheinlich früher machen müssen. Nun konnte ich mir nicht vorstellen, dass die Äste tatsächlich schon halten, wie ich sie haben möchte. Irgendwas fliegt hier. Habe ich irgendwas mit reingebracht? Jo. Hier ist irgendwo ein Brummer oder vielleicht noch was Größeres mit ins Haus gekommen. So, einfach nur entlasten, wo es nicht geht. Da mache ich nichts weiter als den Draht durchschneiden, an dieser Stelle hier zum Beispiel. Da sitzt er enger dran als an anderen Stellen. Und der Draht war sehr, sehr locker. Das habe ich ganz bewusst damals locker gemacht, damit es nicht wieder solche Pannen gibt. Und ich bin jetzt gespannt, wie der Herbst aussieht. Gibt es diese Äste dann noch? Der ist hier noch nicht, aber dann ist er drin im Ast. Diese Dinge spare ich mir aus, die bleiben dran. Ich muss sowieso ein bisschen was abnehmen von dem Baum. Das bleibt dran. Das hier. So. Ist noch locker genug. Hier ist auch alles noch locker genug. Hier habe ich auch nur ganz, ganz locker um die Äste den Draht gelegt. Und ein bisschen was um die Äste kümmern muss ich mich auch. Ich sehe es auch hier nicht so problematisch an, wenn da was reinwächst. Irgendwann ist es überwallt und verschwunden. Wenn man dem Baum die Möglichkeit gibt, das so einfach weiterzuwachsen, oder? Dass er einfach weiter wächst. Viel ist es gar nicht. Es ist wieder über 30 Grad. Nicht meine Wohlfühlwärme, sondern eher etwas, was meinen Kreislauf ein bisschen mitnimmt. Das Stück kann dranbleiben. Das fällt noch so ab, das ist auch gut. So, hier oben. Das hört sich ja an wie eine Wespe. Ich glaube, die muss ich erstmal rauslassen. Aber es wird schon lichter und ihr seht, für den Baum, so wie er in Zukunft werden soll, ist das alles noch ein bisschen zu viel. Eine Wespe habe ich gefunden und rausgelassen, aber es gibt doch noch einen Brummer, den kriege ich nicht. Okay. Das liegt daran, dass über meinem Badezimmerfenster
das Nest von Mauerseglern ist. Und die ziehen Brummer an und die verirren sich dann mal in einem angestellten Fenster. Und dann sind sie schwer zu kriegen wieder. Nun gut, da kann ich mich nachher noch mit befassen. Irgendwie ist das Ganze wohl ziemlich nahreich, was da zu kriegen ist für Fliegen und Brummer und sowas. Zu meinem Leidwesen. Aber so, wir haben hier ein bisschen Luft hineingebracht. So, und das Luft hineinbringen, das machen wir hier auch gleichzeitig noch. Wir haben hier zwei Etagenäste und die obere Etage, die nehme ich hier mal weg. Da wird zwar der ganze Baum ein Stückchen anders, aber die unteren Äste kriegen wieder ein bisschen mehr Luft und da sind ja doch noch Drähte. Kaum der Rede wert, aber immerhin nicht eingewachsen und einfach so abnehmbar. Jawohl. Zumindest jetzt noch, und ich jetzt noch warte, ist auch das verbeutelt. Und das hier ist sicherlich nochmal zu drahten. Hier die neue Spitze. Wächst so ein bisschen hier in den nächsten Ast hinein. Aber das ist jetzt nicht so relevant. Hier gibt es einen Ast, der hier in diese Lücke wächst. Und hier Äste, und da ist das lange Elend hier übrig, weil es hier einzelne kleine Punkte gibt, die auch schon wieder austreiben. Die macht also schon ihren zweiten Austrieb wieder und wird also dadurch deutlich kompakter. Hier habe ich hier noch irgendwo was. Ja, muss ich da hingehen. Das nützt nichts. Das ist noch nicht das, was ich generell haben möchte. Aber ich glaube, so langsam wird es lichter. Wir brauchen auch hier oben nicht alles. Fichten neigen ja immer dazu, so aus einem Punkt mehrere Zweige zu treiben. Was natürlich auch dazu führt, dass sie schneller verdickt. Das hier oben, das könnte man eigentlich noch lassen. Hier sind so viele neue Knospen noch drin. Die soll ja die Spitze nach oben weiter treiben. Vielleicht noch das, was direkt wieder auf die alte Spitze zuwächst. Ob ich die behalte, weiß ich auch noch nicht. Aber so ist alles erstmal ein bisschen formierter und es ging im Wesentlichen darum, jetzt den Draht loszuwerden, damit der nicht zu tief einwächst und das, was drin hier eingewachsen ist, das bleibt erstmal dran, wie gesagt, hier an diesen beiden Stellen zu erkennen, an zwei Stellen, das heißt, der bewegt sich hier, das heißt, der liegt noch auf und ist unschädlich zu entfernen. Ohne dass es den ganzen Ast kostet. Jawohl. Sehr gut. So, jetzt ist sie natürlich sehr, sehr spärlich. Aber sie hat ja auch Zeit noch zu wachsen. Denn erst im Frühjahr nächsten Jahres bekommt sie eine Schale. Die ist auch schon gekauft. Beziehungsweise ist hier bereits. Die deutlich, ja, nee, eigentlich nicht. Noch flacher nicht. Diese ist ja schon sehr, sehr flach. Und die aber kleiner ist, viel kleiner ist. Und deshalb muss ich ja ein bisschen darauf hinarbeiten, dass es ein bisschen kompakter wird. Und vielleicht kommt es auch nochmal in einen Tripod, damit das alles hier runtergezogen werden kann, ohne Probleme, dass wieder irgendwas einwächst. Kann ich auch den Ast noch rausnehmen.
So ist, glaube ich, die zweite, die neue Spitze schon ein bisschen mehr in Form gebracht. Hier unten braucht es auch nicht so dicht und buschig zu sein. Ja, ich glaube, das dürfte hierbei alles gewesen sein. Der Kallus wächst hier schon von der alten Spitze. Diese, ich weiß es nicht, ob ich es noch irgendwann mal brauche. Naja, ich entscheide das später und mache das dann auch viel später offiziell. Natürlich hier, wo die ganzen Äste gestanden haben, ist so ein Knubbel drin. Aber das passt eigentlich ganz gut zu einer Fichte. Die sind ja auch ein bisschen knorrig und sowas, wenn man sie irgendwo, ja, vor allen Dingen in Bergen findet. Das ist ja natürlich jetzt in der norddeutschen Tiefebene nicht der Fall. Da wächst das alles so wie die nächste Fichte, die ich jetzt erstmal hole. Hier haben wir jetzt ebenfalls eine Rotfichte. Da kann ich euch, glaube ich, noch ein bisschen näher holen. So, das ist schon deutlicher zu sehen, ist nicht so formatfüllend. Auch hier macht sich bemerkbar, dass es zwei Stellen gibt. Wo habe ich sie denn? Moment, hier. Vor allen Dingen das, was die Spitze nach oben drahtet. Weil das ist ja ein Nebenast, das war ja ursprünglich irgendwo hier, da ist die Schnittstelle der ursprünglichen Spitze. Und hier ist auch der Draht etwas sehr, sehr nah am Stamm, vielleicht auch schon leicht drin. Mal gucken. Ja, es ist leicht drin. Ich glaube, den stärkeren Draht brauchen wir ja nicht. Ich bin aber sicher, dass ich diesen Baum, wenn ich jetzt alles mit einem Draht abnehmen würde, die müsste ich gleich wieder drahten, damit die wieder in Form kommt. Das werde ich jetzt aber nicht machen, sondern ich lasse den überwiegenden Teil Draht dran und nehme nur die Stelle, wo das eingewachsen ist. Wie weit ist das verletzt? Also hier ist die Stelle, wo der Stamm ursprünglich weiterging, das war ein Nebenast. Und jetzt haben wir das Ganze kompakt auf, ja, das sind, glaube ich, 25 oder 30 cm, ja, so 35 cm Länge, deutlich näher gebracht. Jetzt muss ich aber im Einzelnen die kleineren Äste betrachten. Da ist nichts eingewachsen. Da auch nicht, da sind noch die Nadeln mit drin. Also ganz leicht umwickelt eigentlich nur. Hier auch. Ja. Das Ding kann vielleicht doch ganz weg hier. Auch das kriege ich auch so weg. Das liegt nur drauf. Das ist unsinnig. Einmal eine Spirale drumherum zwirbeln. Hier oben braucht er einen Entlastungsschnitt. Es ist nah dran. Also nehme ich den dicken Draht hier auch noch raus aus der Spitze. Es sind zwar sehr große Windungen und nicht zu sehr nah dran, aber an manchen Stellen drückt es doch schon ein bisschen. Es ist erstaunlich, was die plötzlich im Sommer für Gas geben, vor allen Dingen im dicken Wachstum. Das sehen wir gleich auch nochmal bei einer Kiefer. Wieso bewegst du dich nicht? So, jetzt habe ich dich.
Hier oben diese Windung möchte ich natürlich erhalten. Bin gespannt, ob die sich da wieder aufrichtet oder ob das stehen bleiben kann. Aber so locker wie der Draht jetzt dran sitzt hier, glaube ich, dass es wahrscheinlich geholfen hat. Sonst muss ich es im Herbst nochmal wiederholen. Auch die hat gut ausgetrieben. Jetzt habe ich aber noch eine mehr, die müsste eigentlich jetzt langsam mal gedrahtet werden, weil der Stamm noch sehr gerade ist. Und ja, mein Weihnachtsbaum, den habe ich hier auch noch stehen. Der wächst auch wie verrückt, aber da ist der Draht noch nicht so gefährdet. Also gucken wir uns lieber mal die Kiefer an. Die Küstenkiefer in der pinken Schale. Da ist er. So, wollen wir mal gucken. Ja, da ist vor allen Dingen der Draht schon ein Stückchen eingeschnitten. Da auch. Das mache ich jetzt auch definitiv nur punktuell, weil ich vor allen Dingen eines möchte. Ich möchte diese Windung im Ast selber, die möchte ich erhalten und die kann ich jetzt noch nicht rausnehmen. Aber ich muss natürlich vorbeugen, dass hier nichts zu stark einwächst und den Baum nicht zu sehr behindert, wie wir das ja im letzten Jahr mit der Fichte hatten. So. Okay, das war jetzt schon mal sehr entlastend. Das wächst nicht mehr ein. Das ist gut. Und hier muss ich mal gucken, wieso der jetzt hier nicht abfällt. Oh, ja. Der sitzt auch schon sehr, sehr stramm drin. Aber ich glaube, es ist noch gut gegangen. Es ist noch keine Verletzung zu sehen. Das bedeutet aber, dass der Gegenast möglicherweise das gleiche Problem hat. Und zumindest in Stammnähe. Ja, da ist er auch schon ordentlich tief drin. Hat sich aber glücklicherweise noch nicht in die Rinde eingegraben. So, das sollte heute nur ganz kurz sein in Bezug auf Nadelbäume. Achtet jetzt drauf. Juni, Juli, das ist die Zeit, wo die Drähte plötzlich drin sind. Dagegen kannst du kaum gucken. Und jetzt haben wir natürlich auch noch Wachstumswetter, ne? Also wir haben jetzt 3 Tage 30 Grad gehabt. Das gefällt Kiefern und Fichten natürlich. Und für morgen ist dann schon wieder Gewitter angesagt. Das heißt, es gibt wieder eine warme Dusche, die wieder Wachstum treibt. Und das äußert sich bei Nadelbäumen in dieser Jahreszeit vor allen Dingen in dicken Wachstum. Und dicken Wachstum ist alles das, was gerade ist.